ich mir gestellt. Ich musste raus, weg von hier. Ein One-Way-Ticket. Servus. Bob. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe jetzt nicht geklatscht. Kurze kleine Geschichte. Mir jetzt dann auch gleich sehen werdet. Ich bin von Melanogo nach Österreich gefahren. Meine Schwester sitzt neben mir. Mein Bruder, den ich am 26.11. bekommen habe, schläft gerade, deswegen habe ich nicht geklatscht, weil wir die Tür offen haben und müssen schauen, ob die Katze eh nicht drauf springt oder so und ob die eh nicht zu ihm kommt. Weil meine Mama und so gesagt der Stiefvater gerade am Balkon sind. Ich bin am 17. weggefahren, haben am Abend von 17. bis 18. in der Früh übernachtet in Zagreb bei Freunden von meiner Opa. Dann sind wir von 9 Uhr, glaube ich, oder 8 Uhr irgendwas, keine Ahnung wann, weggefahren. Von Zagreb in der Früh nach Wien. Und dann war ich in Wien. Das werdet ihr alles sehen. Ja. Weil ich mich gut melden. Jetzt, Hanna, welches ist heute, Wally? Heute ist der 8. Okay. Heute ist der 8. Kann ich jeder den Namen sagen, ja, gell? Ja, sicher. So. Ich heiße Valentina. Ja. Ich sage es euch nur gleich, falls Fragen kommen. Nein, ich zeige sie noch nicht. Ich zeige sie dann erst, wenn sie 13 wird, wenn sie es will. Kann ich vielleicht schon. Früher war das für meine Schwester noch. Wenn du willst, aber jetzt dabei, Wally, willst du auch selber noch nicht, gell? Mal schauen, vielleicht ein paar Wochen oder ein Jahr, mal schauen. Sieht so, Leute, sie will selber noch nicht gezeigt werden. Ihren Mund kann man schon, aber die Augen nicht. Wir können dich auch zeigen, aber ohne Augen. Ja, okay. So, das mache ich auch immer oft auf Insta, die Augen verdecken. Und meinen kleinen Bruder sieht ihr noch gar nicht. So. Ja. ist eine verrückte Bande, bin ich mit meiner Schwester da. Ja, stimmt. Warte. So, das wollte ich mal sagen, meine Schwester, wir haben jetzt den 8. Ne? Ich schaue jetzt gerade anders aus, weil wir schon den. Ja, wir haben den 8. Ach so. Sieht so, Leute, das ist schon ein bisschen verrückt. Wir haben den 8. 12. ist schon Dezember. Ich bin am 17. weggefahren. Am 17.11. bin ich weggefahren. Also ist es schon fast 2-3 Wochen her. Ich kann keine Mathe. Meine Schwester ist 9 Jahre nochmal. Ja. Ich bin 16, falls ihr das vergessen habt. Wir haben gerade, warte, ich kann kurz schauen, wir haben 23:05 Uhr. Bei uns in Österreich ist er. meine Schwester geht morgen in die Schule eigentlich und schaut jetzt. Wir bis 12 Uhr, wir machen auch Maskenpause. Suche jetzt auch gerade, Dings, meine Schwester sucht auch, die Wally sucht auch gerade eine Monk heraus, weil hier ist die Familie so verrückt nach Monk. Ja, meine ganze Monkbox. Hat sie zum Geburtstag oder Weihnachten bekommen? Meine Mama hat das an ihrem Geburtstag bekommen. An meine Mama. Letztes Jahr? Und wo ich ihn gerade sehe. Dieses Jahr? Dieses Jahr? Und heute habe ich mich geschminkt. Weil ich eigentlich nicht anderen geht? Nein. Denn ich habe dazu gesagt, Mutter von meinem Stiefvater kennengelernt. Alle von meinem kleinen Bruder, die Oma. Und nein, ich sage von meinem kleinen Bruder noch nicht den Namen. Das werde ich dann erst, wenn er ein bisschen älter wird. Von der Weile sage ich jetzt den Namen, weil sie das erlaubt hat. Früher habe ich auch noch nicht den Namen gesagt. Aber ja.
Wir nennen sie meistens Rally und ich nenne sie halt auch ab und zu gerne Martina, weil... Und ich tue ich ab und zu auch gerne meinen Nappen sagen oder Nattels. Der. Und zu mir... Tina. Ja, manchmal Tina. Meistens eine Wally, aber manchmal sage ich Wally. Aber meistens sage ich Tina zu ihr. So, ja, ein bisschen chaotisch. Wir haben es jetzt schon 23 irgendwas. Meine Schwester macht gleich den Dings an. Jetzt, welche Serie? Suche jetzt die bitte aus. Ich habe das jetzt schon an. Das ist, jetzt drehe ich auch gleichzeitig noch den Abschluss. Damit man morgen in der Früh, wenn ich aufstehe, dann lade ich es hoch. Ja, meine Schwester. Das ist das erste Mal, dass überhaupt meine Schwester jetzt in ihrem Alter in YouTube zu sehen ist. War das Deutsch? Keine Ahnung. Bei uns ist es immer chaotisch, wie ihr hört und seht. Ja. Jetzt drehe ich auch noch gleich den Abschluss ein und nicht wundern, wenn beide Sachen das gleiche sind. Weil es heute schon der 8.12. ist und ich schon am 18. in Österreich war. Wie es jetzt bin ich auch schon müde. Ja. Weihnachten fahren wir auch, vielleicht kriegen wir da ein bisschen was mit, schauen wir mal. Weil ein Video kommt auch noch. Und wie ihr sehen könnt, ist meine Schwester gerade etwas geschminkt bei euch. Nein. Ja, extra, dass du dich hübsch machen kannst. Habe ich nicht. Ich habe aber nur nochmal einen neuen Lippenstift drauf gegeben. Das ist meiner. Ja. Ich liebe einen Lippenstift. Ja, nein. Meine Schwester schminkt sich noch nicht. Noch nicht. Aber Lippenstift zu einem durchsichtigen, glitzernden, rosenen. Das ist Leute, er ist in Licht durchsichtig, also das sieht man halt am Licht. Aber wenn man merkt, dass man es rosa, aber glitzerdurchsichtig, man sieht halt nicht extrem, dass der Lippenstift drauf ist. Vielleicht. Deswegen kommt das morgen in der Früh. Und das Niccolo-Video kommt erst nächste Woche. Nein, leider gut, das eigentlich war schon Niccolo, aber egal. Kommt erst nächste Woche und dann schaue ich, ob ich noch Weihnachten filmen kann am 24. Weil am 24. ist bei mir Stress. Ja, hast du eigentlich schon erzählt, dass dein Stiefvater? Stiefbruder Geburtstag hat. Halbbruder. Halbbruder, Stiefbruder. Und Halbbruder, Stiefbruder ist, wenn meine Stiefbruder gleich dann später. Mein Halbbruder hatte, ja, ich habe auch eine andere Geschwister, ich habe eine Halbgeschwister. Eigentlich habe ich halb. Halb alle. Halb, ja, ich habe vier Halbgeschwister. Zwei wohnen hier. Und zwei sind von meinem Vater. Von meiner Vater. Ja, und der hat Geburtstag gehabt, mein Halbbruder. Ja. Am 1. Dezember, genau, wo ich Namenstag habe. Und heute ist bei uns ein Feiertag, Marias Empfängnis. Ja. Jetzt, das war meine Mama. Die ruft immer an. Ich weiß nicht, ob ich euch zeige, vielleicht verpixel ich das Geschenk, weil ich nicht weiß, ob mein Bruder mir zuschaut. Ja, ich weiß es nicht, deswegen, das ist von, ja, so schaut das aus. Es gab nicht anderes, aber diese Er wollte eigentlich was anderes, aber muss ich dann noch einpacken. Ja, jetzt suchen wir uns kurz was aus. Dann viel Spaß beim Video.
Servus, Buch und tschüss und viel Spaß beim nächsten Mal. Ich hoffe, das war richtig, ich weiß es nicht mehr. Viel Spaß beim nächsten Mal, das geht nicht. Viel Spaß beim Video. Und beim nächsten Mal, Wally, beim nächsten Video. Achso, das war ich lasse es einfach drin, ich schneide heute gar nichts mehr. Ich mache es einfach nur zusammen und buche das morgen. Okay? Ja, ciao. Und vorab, ja, ich habe mir in Kroatien noch die Haare gefärbt. Ja, und ich habe sie dunkler gefärbt. Ja, meine Augen. Ich kriege einfach nicht manchmal die Sätze zusammen. Und dann sagt sie mir, ich soll die Sätze auch nicht sagen. Meine Schwester haltet sich die Augen zu, weil ich sie noch nicht zeige. Und so lässt sie mir noch nicht zu. Aber ja, habe ich euch eh alles erklärt. Nächstes Mal kommt das Nicolo-Video und ja. Und jetzt wohne ich eigentlich in Wallerlug und jetzt bin ich nach Österreich gefahren. Das war ein langes Video. Zu meiner wunderschönen Familie. Die ist manchmal ein bisschen nervig. Ein bisschen für dich, ha? Aber wir sind alle ein bisschen deppert hier. Und was ist mit dir? Sie denkt immer, andere sind deppert. Und ja, ich habe gesagt, ich habe gesagt, wir sind alle ein bisschen deppert hier. Wir, habe ich gesagt. Auf dieser Schiene. Ja, und ich sage jetzt nochmal Servus, Bock und tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Und gute Nacht, ja. Und ja, schon noch Film. Ciao!